Samstagabend in München. Die Partygänger der Landeshauptstadt stehen in den Startlöchern. Jedes Wochenende machen feierfreudige junge Leute die Gegend rund um die Universität unsicher. Sie sitzen in den Kneipen und Bars oder fahren in Diskos. Alles ganz normal. Naja, zumindest fast. Denn diese Woche sind die Jungs und Mädels von der Jungen Union München mit dabei, um die Kneipenlandschaft aufzumischen. Aber mal von Anfang an. Auf der Jagd nach Wählerstimmen hat die Junge Union beschlossen, in den Nachtwahlkampf zu ziehen. Treffpunkt 20 Uhr auf der Leopoldstraße. Nach einer kurzen Teambesprechung geht's los. Das Ziel? Möglichst viele Passanten und Kneipenbesucher von der CSU und Kanzlerin Angela Merkel überzeugen. Die Münchner nehmen es gelassen. Ich finde es sehr schön, dass sie das an einem Samstagabend machen und sich die Zeit nehmen und dafür für den Wahlkampf kämpfen. Keine Ahnung, ich finde es eigentlich okay eigentlich. Ich meine, eure Einstellung und, was soll ich sagen, eure Partei irgendwie. Aber jeder das eigene, was er will, sein eigenes Beispiel. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, Wahlkampagne zu machen, sage ich immer. Und ja, wenn es vorangeht und wenn gescheite Ziele vorangesetzt werden, dann ist das gut. Ja, das finde ich großartig, so junge, engagierte Menschen. Finde ich schon, also das muss man schon, also Respekt. Den Respekt der Wähler muss man sich aber erstmal erarbeiten. Und dafür wird es höchste Zeit. Schließlich steht die Bundestagswahl bald vor der Tür. Und da kämpft die Junge Union auch in eigener Sache. Denn der 20-jährige Malte Sümann aus Schwabing kandidiert auf der CSU-Liste und träumt davon, in den Bundestag einzuziehen. Damit das auch klappt, hängen sich alle rein und werben in Münchner Kneipen für die CSU. Bei der Wahl kommt es allerdings nicht nur auf die schönsten Flyer an, die Junge Union will vor allem mit Inhalten punkten. Für Studenten sind ja besonders die Studiengebühren ein heißes Eisen. Wie steht Malte dazu? Den Gedanken hinter den Studiengebühren kann ich grundsätzlich mittragen, dass die Leute schneller studieren sollen und nicht, weil es eben auch viel Geld kostet. Allerdings muss man dazu sagen, dass es auch viele Leute abschreckt vor dem Studieren. Da muss es noch Erleichterungen geben, gerade was die Finanzierung der Studiengebühren betrifft. Es gibt ja schon Finanzierungsdarlehen. Da könnte man eventuell noch stärker darauf aufmerksam machen, dass die Studiengebühren keinen mehr abschrecken. Im internationalen Vergleich sind sie nicht besonders hoch. Trotzdem muss man darauf achten, dass so viele wie möglich studieren. Das braucht unser Land, das braucht unsere Wirtschaft. Apropos Wirtschaft. In bayerischen Gaststätten hat in den vergangenen Monaten noch ein anderes Gesetz für kontroverse Diskussionen gesorgt. Das Rauchverbot nämlich. Ursprünglich hatte es ja die CSU-Regierung eingeführt. Kurz darauf wurde das Verbot aber schon wieder abgeschwächt. Was sagt Malte zu diesem Zickzackkurs? Meine persönliche Meinung ist, dass das erste Rauchverbot, wie es war, richtig war. Man hätte die Ausnahmen für die Raucherclubs nicht machen dürfen. Ansonsten war das strenge Rauchverbot an sich richtig. Mit dem neuen Rauchverbot kann ich aber auch leben. Ich gehe davon aus, dass es die EU bald klären wird, dass es überall ein Rauchverbot geben wird. Also auch in Zukunft kein grünes Licht für Bayerns Raucher. Aber die endgültige Entscheidung soll dann doch lieber die EU treffen. Recht so. Wozu soll man sich die Hirnwindungen verrenken, wenn's andere für einen tun? Schließlich gibt's ja auch noch andere Probleme. Die Wehrpflicht zum Beispiel. Brauchen wir die denn überhaupt noch? Meines Erachtens ist sie nicht mehr zeitgemäß. Es gibt auch keine Wehrgerechtigkeit mehr. Deswegen muss man sich überlegen, dass man sie, wie man sie abschafft, möglichst bald. Dieses einzige Problem, was sie stellt, ist mit den Zivildienstleistenden, die ja doch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Da muss es Regelungen geben, die das auffangen. Ansonsten ist die Wehrpflicht an sich nicht mehr zeitgemäß. Voll im Trend liegt dagegen politisches Engagement. Bis zur Wahl werden Malte und seine Kollegen von der Jungen Union noch kräftig weiter Werbung machen, damit Angela Merkel auch nach dem 27. September Bundeskanzlerin bleiben kann. Ob ihnen das aber gelingt oder ob Deutschland am Ende doch von einem anderen Kanzler regiert wird, das entscheidet sich erst nach der Wahl.